Hallo zusammen. Einer der Haupttricks, der besonders bei Fans der Filmindustrie geschätzt wird, ist ein unerwartetes Ende. Schließlich hinterlässt es immer einen unvergesslichen Eindruck, wenn der Film nicht so endet, wie man es erwartet hat. In Filmen sind dafür Drehbuchautoren oder Regisseure verantwortlich, glaubt aber nicht, dass es solche Situationen nicht im wahren Leben gibt. Heute zeigen wir euch einige echte Geschichten mit einem unvorhersehbaren Ende, selbst wenn die Helden einiger dieser Geschichten ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen mussten. Lasst uns loslegen. Wenn die Mitarbeiterin dieses Nagelstudios aus Russland ein Marvel-Fan gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich von erster Sekunde an das Gefühl gehabt, dass da etwas nicht stimmt. Hier kommt ein Mann zu ihr rein und man hat sofort den Eindruck, dass er gerade erst von den Dreharbeiten kommt. Schließlich sieht er doch wirklich aus wie Hugh Jackman aus Wolverine, Weg des Kriegers. Der gleiche Bart, die gleiche Frisur und sogar das gleiche weiße T-Shirt. Man könnte natürlich denken, dass es alles nur ein Zufall ist und ihm einfach nur dieser Stil gefällt und er trotz seiner Brutalität immer noch auf seine Fingernägel achtet. Der möchte gern Hugh Jackman setzt sich also in den Stuhl und bittet die Frau, ihm eine Maniküre zu machen. Dabei muss man nicht unbedingt ein Comic-Fan sein, um zu erraten, was am Ende passieren wird. Einige Skeptiker bezweifeln jedoch die Wahrhaftigkeit dieses Videos, doch die Angst im Gesicht der Frau sieht ziemlich glaubwürdig aus. Was haltet ihr davon, wenn ihr nicht mehr selber einkaufen müsstet? Wäre doch nicht schlecht, oder? Und nein, wir sprechen jetzt nicht von der Selbstisolation. Das Einkaufen ist einfach mit so vielen Problemen verbunden. An der Kasse geht ständig etwas kaputt. Einige Käufer lassen sich besonders viel Zeit und der auf dem Preisschild günstige Preis wird plötzlich dreimal so hoch. Und das völlig abgesehen von der Zeit, die man dafür opfert. Auch die Besucher des Hannaford-Supermarkts im US-Bundesstaat New Hampshire sind beim Einkaufen auch auf ein ernsthaftes Problem gestoßen. Mitten in der Mittagspause, wenn hungrige Büroangestellte ihre Mittagspause machen, um sich einen Snack zu gönnen, begann die Kassen plötzlich auszufallen. Die Reparatur nahm etwa eine Stunde in Anspruch und die verärgerten Besucher haben bereits begonnen, die Kassen zu stürmen. Als Führungskräfte des Unternehmens festgestellt haben, dass bereits mindestens etwa 50 Personen in der Schlange standen, beschlossen sie dringend zu handeln. Die Bitte, den Supermarkt zu verlassen, hätte sicherlich den Ruf des Supermarkts beeinträchtigt. Doch die Geschäftsführung hat einen eleganten Ausweg gefunden. All diejenigen, die auf die Reparatur der Kassen gewartet haben, durften ihre Einkäufe kostenlos mitnehmen. Die Verluste des Supermarkts betrugen zwischen 3.000 bis 5.000 Dollar, was aber immer noch günstiger als die Loyalität eigener Kunden ist. Was könnte das qualvolle Warten in einem Autohaus aufmuntern, außer natürlich das Auto seiner Träume anzuschauen? Nun, es bleibt wohl nichts übrig, eine Tasse Kaffee zu trinken und das Hin- und Herblättern alter Magazine. Der Service in diesem Autohaus des Automobilherstellers Lexus in Roseville, New Mexico, ist einfach großartig. Eines Tages erreichte die Unterhaltung der Kunden jedoch ein ganz neues Niveau. Denn das Autohaus, in dem sich eine Menge Luxusautos befinden, wurde plötzlich von einem echten Hirsch gestürmt. Natürlich haben die Mitarbeiter es nicht absichtlich da reingelockt, um ihre Kunden aufzumuntern. Es stellte sich heraus, dass das Tier durch ein offenes Fenster hineingelangt ist. Beim Anblick dieser Videoaufnahmen weiß man überhaupt nicht, ob man lachen oder weinen soll. Der arme Hirsch sieht doch sehr jung und verängstigt aus. Er springt erschreckt die Kunden an und rutscht dazu auch noch auf dem Boden aus. Zum Glück fand das Tier noch schnell den Weg aus dem Autohaus und machte sich davon. Wir hoffen, dass mit ihm alles in Ordnung ist. Seien wir ehrlich, wenn wir von einem Polizisten auf der Straße angehalten werden, kann dies nichts Gutes bedeuten. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wie im Falle mit dem Sheriff John Bittick, der in Monroe, Bundesstaat New York, arbeitet. Er fand einen besseren Weg, als die Geldstrafen für Stadtbewohner zu erhöhen. Eine wichtige Anmerkung, diese Geschichte begann mit einer anonymen Nachricht von einem der Anwohner. Kurz vor Weihnachten schickte ein Unbekannter einen Scheck von mehr als 5000 Dollar an die Polizeibehörde mit einer ungewöhnlichen Bitte. Er bat Polizeibeamte, Menschen wegen kleiner Verstöße anzuhalten und ihnen statt einer Geldstrafe einen kleinen Geldbetrag zu schenken. Man könnte nur erraten, was der Grund dafür war, solch eine großzügige Geldsumme zu spenden. Wahrscheinlich macht Weihnachten alle Menschen ein bisschen freundlicher. Was die Reaktionen der Autofahrer anbetrifft, waren sie völlig unterschiedlich. Einige baten um Erlaubnis, den Polizisten umarmen zu dürfen und haben geweint. Andere haben die Spende hartnäckig abgelehnt, während noch andere es für einen Trick hielten und bereits auf ihre Verhaftung warteten. Am Ende ist den ungläubigen Autofahrern doch noch klar geworden, dass sie nichts zu befürchten haben und waren dem Sheriff äußerst dankbar. Der Sheriff selbst war so begeistert von dieser Weihnachtsaktion, dass er sogar den Wunsch bekommen hat, es zur Tradition zu machen. Das Schlimmste für jeden Verbrecher ist oft nicht die Freiheitsstrafe selbst, sondern das Leben danach. Schließlich ist es längst bekannt, dass ehemalige Sträflinge große Probleme mit der Sozialisation haben. Die Gesellschaft lehnt sie ab. Einen anständigen Job können sie auch nicht mehr finden, weshalb sie ihr persönliches Leben nicht aufbauen und oft keine Familie gründen können. Genau das ereignete sich mit David Potschen aus Indiana. Als David im Jahr 2015 endgültig freigekommen ist, wusste er noch nicht, welche Prüfung ihn außerhalb des Gefängnisses erwarteten. Zunächst mietete David ein bescheidenes Motelzimmer und versuchte
gute Arbeit zu finden, aber vergebens. Schon bald hatte David kein Geld mehr und hatte kein Dach mehr über dem Kopf. Obwohl er selbst im Gefängnis einen Job hatte, dort Geld verdient hat und sich sogar Kleidung und Essen leisten konnte. Aus diesem Grund traf er eine kompromisslose Entscheidung. Er beschloss, eine Bank auszurauben, wollte sich das Geld jedoch nicht aneignen. David wollte einfach nur wieder zurück ins Gefängnis. Er nahm den Bankmitarbeitern ein paar Geldstapel, verließ die Bank und wartete auf das Eintreffen der Polizei. Aus diesem Grund kam David natürlich vor Gericht. Doch anstatt den Angeklagten wieder hinter Gitter zu bringen, beschloss der Richter, ihm zu helfen. Er wandte sich an die Öffentlichkeit, um für David einen Job zu finden. I've never heard a judge say that before. Ein Journalist hat darüber einen Artikel geschrieben und schon bald bot der Eigentümer eines öffentlichen Frachtunternehmens dem verzweifelten Mann einen Job an. Jetzt hat David einen Job und ein Rentenkonto. Die Geschichte ist wieder ein Beweis dafür, dass Vertrauen und Fürsorge Menschen manchmal das Leben retten kann. Woran denken Büroangestellte normalerweise, wenn sie mit dem Aufzug fahren? Wahrscheinlich wie jede andere Person darüber, welche Aufgaben sie noch erledigen müssen, was sie zum Abendessen haben werden und so weiter. Nicht umsonst neigen viele Menschen dazu, ihre Etage zu verfehlen. Es gibt jedoch auch Menschen, die im Aufzug immer an das Gleiche denken, nur nicht stecken bleiben. Diese Angst könnte mit Klaustrophobie oder auch aus der Angst um das eigene Leben verbunden sein. Auch wenn moderne Aufzüge so konstruiert sind, dass so etwas nicht vorkommen kann. Die Passagiere dieses Aufzugs waren jedoch nicht auf so etwas vorbereitet. Sie hatten wegen einem Streit einige Sekunden lang höllische Angst gehabt. Hier betritt ein Mann den Fahrstuhl und wartet, bis der Aufzug losfährt. In diesem Moment gibt es plötzlich ein unangenehmes Geräusch und die Bodenplatten des Aufzugs beginnen in den Schacht herunterzufallen. Wenn ihr denkt, dass es ein Streich eines talentierten Prankers war, dann müssen wir euch enttäuschen. Das war ein Streich des südkoreanischen Elektronikunternehmens LG, das auf diese Weise beschloss, für seine neuen Computermonitore mit unglaublicher Bildqualität zu werben. Nun, das mag vielleicht auch funktioniert haben, einige potenzielle Kunden, die Opfer dieses Streichs geworden sind, haben sie aber sicherlich verloren. Jeder von uns, egal unter welchen Umständen er aufgewachsen ist, hat sicherlich schon mal einen Brief an den Weihnachtsmann geschrieben und hoffte dabei auf ein Wunder. Leider sind nicht alle Wünsche wahr geworden, weshalb sich einige Kinder auch damit abfinden mussten. Der Brief dieses 8-jährigen Mädchens aus Mexiko hätte ihren Adressaten nie erreichen können. Dayami wählte nicht gerade die einfachste Versandmethode. Sie schickte ihre Nachricht an den Weihnachtsmann mit einem Luftballon in den Himmel. Auf den ersten Blick scheint dieser Versuch zum Scheitern verurteilt zu sein. Schließlich liegt die Chance, dass ihr Brief Lappland erreicht, nahezu bei null. Es geschah aber völlig anders als gedacht und der Brief landete in den Händen eines gewöhnlichen Mannes aus dem benachbarten Arizona in den Vereinigten Staaten. In dem Moment, als Randy Hees diesen Luftballon sah, spazierte er gerade in der Nähe seines Hauses. Im Seil befand sich der Brief von Dayami an den Weihnachtsmann. Darin listete das Mädchen auf Spanisch Dinge auf, die sie sehr gerne zu Weihnachten erhalten würde: ein Slime, eine Puppe und ein Puppenhaus. In diesem Moment ist Randy klar geworden, dass dies ein Zeichen des Schicksals ist und er diesen Brief nicht einfach wegwerfen kann. Dabei gab es jedoch ein Problem: es stand nirgendwo die Absenderadresse. Da der Text aber auf Spanisch war, hat sich Randy gedacht, dass das Mädchen höchstwahrscheinlich aus der mexikanischen Stadt Nogales kommt, die sich an der Grenze zu den Vereinigten Staaten befindet. Da beschloss er, einen Beitrag in sozialen Netzwerken zu schreiben. Ein paar Tage später versuchte Randy bei einem mexikanischen Radiosender sein Glück und hatte dabei Erfolg. Dayami wurde letztendlich gefunden und erhielt zusammen mit ihrer Schwester persönlich von Randy und seiner Frau ein paar Geschenke. Es stellte sich heraus, dass es für sie nicht weniger wichtig war als für die Kinder. 9 Jahre zuvor verloren sie ihren Sohn und vermissten bereits die Weihnachtsrituale. Zu Beginn dieses Videos sahen die Fans ziemlich gelangweilt aus. In nur wenigen Augenblicken hat sich das aber geändert, nämlich sobald das Paar im Objektiv der Kisscam erscheint. Am Ende kam ein ziemlich süßes und lustiges Video heraus, das man sich endlos ansehen kann. Der Papst ist einer der einflussreichsten Personen in der Welt. Dabei hat nicht jeder Katholike die Chance, den Papst live zu sehen. Wenn das doch noch geschieht, wird derjenige der Tradition nach vom Papst umarmt und küsst anschließend seinen Ring auf der rechten Hand. Er wird auch als Fischerring bezeichnet und ist eines der wichtigsten Symbole der kirchlichen Autorität. Wir wissen aber alle, dass für Kinder soziale Normen weniger wichtig sind als für Erwachsene. Einige halten es für eine schlechte Erziehung, andere für eine innere Freiheit. Dieser Junge nahm an einer wöchentlichen Audienz vom Papst teil und ist dabei zum Star international Nachrichten geworden. Auf irgendeine Art und Weise ist es dem Kind gelungen, vorbei an den Security-Leuten zu kommen und zum Papst hinaufzusteigen. Zunächst beschloss der Junge, einem der Schweizer Gardisten am Ärmel seiner prächtigen Uniform zu ziehen. Nachdem das unter Audienzteilnehmern einen zustimmenden Jubel und Applaus auslöste, beschloss das Kind, das Podest überhaupt nicht zu verlassen.
Aus diesem Grund musste zunächst seine kleine Schwester und letztendlich auch noch seine Mutter eingreifen. Stellt euch nur vor, wie sehr sie sich in diesem Moment dafür geschämt hat. Doch die Reaktion des Papstes auf diesen Vorfall fiel völlig unerwartet aus. Zuerst scherzte er darüber, dass der Junge aus Argentinien kommt und deshalb so undiszipliniert ist. Kleine Anmerkung, der Papst Franziskus kommt selbst aus Argentinien und ist der erste katholische Papst aus Lateinamerika. Dann erlaubte er dem Jungen zu bleiben und während der Predigt in seiner Nähe zu spielen. Anschließend sprach der Papst diesen Vorfall an. Es stellte sich heraus, dass der Junge stumm war. Der Papst betonte aber, dass das Kind sich dennoch ausdrücken und sich frei fühlen kann. Einige von euch sind sicherlich der Meinung, dass April-Scherze überhaupt nicht lustig sind. Dieser Scherz ist aber definitiv eine Ausnahme. Der ahnungslose Moderator des US-amerikanischen Fernsehsenders Fox sprach wie üblich begeistert über das Wetter in Utah. Seine Kollegen beschlossen, ihn aber live in der Sendung auf den Arm zu nehmen. Dabei gibt es jedoch nur eine Kleinigkeit. Normalerweise werden Wettervorhersagen vor einer grünen Leinwand aufgezeichnet, auf der später ein Bild mit der Karte angezeigt wird. Dabei war die Person, die den Moderator live Probleme bereiten sollte, ebenfalls in einen grünen Anzug verkleidet. Das bedeutet, dass die Zuschauer ihn überhaupt nicht gesehen haben. Das macht es so lustig, die Reaktion des Moderators anzuschauen. Man hat das Gefühl, als würde er gegen einen Geist ankämpfen. Dass es bei vielen Sportwettkämpfen in den USA eine Kisscam gibt, wissen längst schon alle. Wusstet ihr aber, dass es bei einigen Turnieren auch eine Muzzlecam gibt? Dabei muss man sich, wenn man von der Kamera erfasst wird, sich nicht wie gewöhnlich küssen, sondern seine durchtrainierten Muskeln demonstrieren. Für viele ist das ein Grund zum Scherzen. Wenn jedoch wirklich ein Muskelprotz ins Visier der Kamera gerät, wird er diese Gelegenheit hundertprozentig nutzen, um seinen durchtrainierten Körper zur Schau zu stellen. Genau das ereignete sich mit diesem Mann. Als er sich auf dem Bildschirm sah, spannte er sofort seinen Bizeps an, nahm die Stellung eines Superhelden ein und wandte sich dazu auch noch zu den hinter ihm sitzenden Frauen. In diesem Moment passierte etwas völlig Unerwartetes. Eine dieser Frauen zog sofort ihre Jeansjacke aus und präsentierte ihre unglaubliche Körpermuskulatur. Das Gesicht des enttäuschten Mannes spricht für sich. Psst, Leute! Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!